Im Jahr 2024 wird der X-Bogen plötzlich mit dem Mortar kombiniert. Warum dieses Deck die komplette Vollkatastrophe ist und trotzdem erfolgreich ist, zeige ich dir jetzt. Sag gerne Creator Core Big Spin für kostenfreien Support im Shop ein. Immer mehr von euch machen das. Kurs geht raus und wir gehen rein. Tinman aus den Diamond Dogs hat sich gedacht, an einem sonnigen Sonntag, wo viele Leute Familienaktivitäten unternehmen, zum Beispiel mit den Eltern oder auch mit der Schwester ein Eis essen gehen. Bei X-Bogen-Spielern könnte man das sogar gut miteinander verbinden, personentechnisch, habe ich nicht gesagt. Aber er, Tinman, entscheidet sich heute aus freisten Stücken, das müsst ihr euch einmal noch im Kopf behalten, aus freisten Stücken entscheidet sich Tinman dazu, Clash Royale von Supercell Helsinki zu öffnen und eine Runde Clash Royale zu clashen. Okay? Das ist eine freie Entscheidung. Und ich bin ein Fan von freien Entscheidungen. Jeder sollte das machen, was ihm beliebt. Ich glaube aber, dass Tinman hier einen verhängnisvollen Fehler begeht. Denn Tinman spielt nicht einfach Clash Royale. Tinman wird jetzt gerade ins sogenannte Ehrenentwendungsprogramm aufgenommen. Vom Spin persönlich. Tinman spielt CR und das per se ist natürlich völlig fein. Man kann ruhig CR spielen. CR ist ein schönes Game. Mit sicherlich auch seinen Macken und allem. Aber grundsätzlich ist, finde ich, natürlich nichts verwerflich daran, dieses Spiel zu öffnen und eine Runde zu clashen. Der Fehler von Tinman liegt daran, CR zu spielen, wenn auch der Spin CR spielt. Denn genau dann ist leider eine sehr schlechte Zeit, Clash Royale zu öffnen und auf diesen Trophäen zu suchen. Denn der Spin ist leider dafür bekannt, dass er seine Gegner nicht nur besiegt, sondern sie gleichzeitig nachhaltig wegräudet. Und genau das ist leider auch der Eindruck, der hier vermittelt wird. Wir setzen einen Evolutionsritter gepaart mit dem evolutionären Minenwerfer ein und erkennen nun, dass Tinman leider etwas, wie soll man sagen, türmisch unterausgerüstet ist. Ja, er ist etwas, man kann sagen, von Turmarmut betroffen. Das ist natürlich ein ernstes Problem, jedoch ist der Spin auch nicht kein Sozialstaat in diesem Sinne, sondern der Spin ist der Gegner von Tinman und dementsprechend gibt es da leider außer etwas Mitleid auch keine Gnade. Tinman versucht natürlich jetzt durchzukommen und all dies ist natürlich wirklich eine sehr, sehr löbliche Sache. Ne? Tinman hat wirklich hier extreme Lust, auch dieses Game irgendwie zu gewinnen. Man muss jedoch eine Sache sagen, Tinman heißt nicht umsonst Tinman und nicht Winman, denn gewinnen wird er halt nicht. Jetzt kommen weitere Versuche rein. Tinman erkennt, dass Papa Spin den Prinzessin Peach-Turm hat und Prinzessin Peach natürlich jetzt einmal im Mutter-Kind-Urlaub ist. Aber seine Erfolge oder seine Versuche, Erfolg zu haben, die sind leider fruchtlos. Da passiert nichts. Tinman, ich sage dir eine Sache. An deiner Stelle wäre ich handlungsalternativ lieber Eis essen gegangen und hätte das Handy einfach mal kurz. So ein smartphone-freien Nachmittag. Das wäre für dich der Call gewesen. Posse aus Blue Lightning. Er hat blaue Blitze gesehen, jetzt wird er nur noch gelbe Sterne sehen, nachdem der Spin einmal spielerisch mit ihm fertig ist. Wir haben jetzt einen Gegner, der spielt Hawk Erdbeben. Und Hawk EQ ist ja sicherlich ein einigermaßen normales Deck. Das kann man auch sehr, sehr gerne spielen. Der Gegner hat ja gerade den Erdbeben rausgespielt. Ich bin mir ehrlicherweise gar nicht sicher. Es könnte auch sein, dass der Spin heute mittelmäßig am Halluzinieren ist. Ich möchte es nicht ausschließen. Hosse aus Blue Lightning hat extreme Ambitionen, dieses Game zu gewinnen. Schaut ihn euch an. Er strahlt ein Selbstvertrauen aus, eine Gewissheit, dass er in diesem Game eine große Chance haben wird. Leider müssen wir ihm diese Gewissheit in gewisser Weise nehmen, denn dieses Game wird Hosse nicht so einfach gewinnen. Der Tester kommt rein, ja, natürlich ein sogenannter nicer Try, auch mit seinem Schweinereiter. Nochmal ein sehr, sehr nicer Try, hier gewisse Dinge zu versuchen. Nun muss ja eigentlich noch die feurische Werkerin reinkommen, die spart er sich, ja. Aber ich finde das auch gut. Hosse ist vielleicht nicht gut in Clash, zumindest gerade nicht, aber was ihm wirklich ganz viel gibt, ist seine Konsequenz. Er denkt sich, okay, koten wir einmal rein, dann entleeren wir wirklich unseren gesamten Darm aufs Feld. Ja? Dann sind die Plays wirklich alle Müll. Dann ist da wirklich, dann ist da alles, also dann ist die Schüssel so dermaßen voll mit Code-Plays, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Deswegen, Konsequenz ist auch eine Sache, die ich tatsächlich enorm würdige. Wir nähen hier mal zusammen, denn ich habe keine Lust, dass sie sich vermehren. Selbstredend vermehren sie sich trotzdem. Und der Gegner, der wird tatsächlich dem Reugendruck gerade irgendwie nicht so richtig her, ne? Wir erkennen hier immer wieder, dass der Gegner natürlich interessante Ambitionen hegt, aber ihr seht, dieser pissige Bogen, den müssen wir hier beispielsweise gar nicht verwenden. Das heißt, obwohl ich natürlich ein solches Deck spiele, ist dieser X-Bogen praktisch eine reine Drohgebärde. Man könnte sagen, das ist eine decktechnische Vogelscheuche, die ich drin habe, ja?
damit die Gegner erstmal so ein bisschen abgeschreckt sind und ich natürlich eine gewisse Rechtssicherheit habe, dass, wenn ich durchkommen möchte, ich das natürlich auch noch tun kann mit dem X-Bogen, ne? Genau eine solche Maßnahme ergreifen wir natürlich jetzt einmal hier. Jetzt gehen wir direkt einmal mit diesem Kollegen rein. Erkennen wir doch, der Gegner spielt einen, ja, auf dem Papier guten Tesla. Die Frage ist natürlich, wie gut ist der in der Wirklichkeit? Und spätestens jetzt ist der Gegner wirklich auch demoralisiert. Jetzt kann man sagen, da steckt nicht mehr viel Leidenschaft drin. Und das ist ungefähr so, als wenn du einen 1-0 im Fußball kassierst und noch ist alles drin. Dann spielst du 89 Minuten auf das gegnerische Tor, kriegst die Kugel nicht rein. Und dann macht ein gegnerischer Angriff, kommt eine Schwalbe und dann ist es 2-0. Dann hast du keinen Bock mehr. Na? Ihr könnt mich gerne abonnieren oder mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr noch weitere interessante Fußballvergleiche, zutreffende Fußballvergleiche für das, was ich mit dir gerade mache? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, von euch zu hören, eure Vergleiche eventuell in mein Video zu übernehmen. Kollege Connect spielt einen Rambock rein und Connect hat jetzt unfassbares Interesse, in diesem Spiel eine Rolle zu spielen. Der will auch hier wieder gewinnen und so weiter. Das sind sozusagen hier auch wieder seine Ambitionen. Ich muss ihm halt leider sagen, dass es auch mit dem Gewinnen heute vermutlich eine relativ schwierige Angelegenheit werden wird. Wir wollen ihm natürlich jetzt nicht irgendwie dazwischenreden oder sonstiges, aber ich bin der Meinung, dass durchaus sich hier das eine oder andere, sagen wir mal, Fallstricklein verbirgt, bei dem Connect jetzt hier durchaus nicht so ganz happy sein wird. Wir werden noch einmal einen Ritter reinspielen. Der Ritter kommt natürlich zu spät. Ja, dass er in Ritter steht auf jeden Fall nicht für rechtzeitig, sondern für Ritter. Macht Sinn, oder? Jetzt hat... ja, und das ist natürlich jetzt wirklich eine sehr, sehr verdiente Führung für diesen Gegner, weil das Glück, was wir natürlich haben in Clash Royale, ist, dass der Evo-Bomber seit 2 Monaten komplett unbalanced ist und niemand diese Karte mag. Aber dass Supercell einfach nichts dagegen unternimmt. Das ist wirklich großes Glück. Da bin ich echt dankbar drüber, dass das eben so ist und dass wir auch davon sprechen können, so einen Umstand eben auch natürlich hautnah und als Zeitzeugen erleben zu können. Unser Gegner spielt nun einen Henker. Ne? Der hat ein extremes Interesse daran, ganz offensichtlich hier irgendwie durchzukommen mal wieder. Es ist wild. Es ist wild und es bleibt auch wild. Der Gegner zappt jetzt. Man fragt sich, was sollte das? Oder zumindest fragen sich normale Menschen, was sollte das? Wenn er jetzt noch ein Lightning hat, dann habe ich gar keine Fragen mehr. So sieht es jedoch nicht aus. Der Gegner erkennt durchaus, dass dieser Turm hier gerade leider etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. Und meine Wenigkeit erkennt natürlich auch eine Sache, nämlich dass das gerade ein wiederkehrendes Problem für diesen Gegner ist. Ne? Also der Gegner, der ist hier durchaus in einer Situation, in der er vielleicht tendenziell nicht sein müsste. Und auch hier haben wir natürlich wieder einmal den X-Bogen vor allem als Drohgebärde und auch als Finishing Move dabei. Ja? Als sozusagen den Hammer, der die Moral des Gegners noch einmal nachhaltigst zertrümmert. Der Gegner möchte natürlich in diesem Game noch eine gewisse Rolle spielen und auch eine gewisse Relevanz möchte er haben, also die soll ihm gerne zuteil werden. Als problematisch bei dieser ganzen Geschichte erweist sich natürlich einfach auch die Tatsache, dass ich hier dem Gegner leider keine Relevanz mehr richtig zusprechen kann, weil alles, was jetzt hier passiert, ne? Sei es die Skelette, sei es dieses Log, sei es alles, das sieht oder spricht irgendwie nicht so richtig für Connect und für das, was er jetzt hier gerade so tut. Wir bringen jetzt hier diesen lustigen Ritter rein. Der Gegner spielt sogar nochmal Nado. Ja, das ist sogar nochmal vielleicht... Vielleicht gibt es da nochmal das sogenannte Frühlingsmärchen, aber ich glaube tatsächlich, dass das eher eine Art Albtraum wird. Aber okay, der Gegner bekommt nochmal ein Lichtblick fürs nächste Game. Er kriegt sogar nochmal die Banditinnen-Connection. Taha aus Nova Turkey und wir spielen natürlich einmal direkt den Minenwerfer an der Brücke. Genau das, was wir hier brauchen in so einem Match. Ne? Taha eröffnet jetzt mit dem Eisgeist und mit einer Kalvüre ein sehr interessanter Spielzug. Wir werden einmal ganz entspannt, also wirklich mit einer Entspannung, welche ihr noch nicht gesehen habt, diesen Kollegen namens Little Prince bringen. Anschließend einen X-Bogen performen und jetzt zünden, weil er würde jetzt eine Rakete drauf werfen, weil er spielt Hawk Exe. Oder auch nicht. Oder auch doch. Da kommt sie rein und nun ist die Frage, was macht er gegen den? Da braucht er einen Eisgeist und eigentlich braucht er noch irgendetwas. Die Frage ist, weiß er das? Ja, weiß er nicht, weil das war gelogen. Super. Wir spielen gegen Hawk Exe. Papa Spin, 2 Gebäude, Welt in Ordnung. Nado, Welt in Ordnung. Der Gegner hat jedoch die Rakete und ich glaube, die Rakete könnte durchaus scheppern, wenn ich mir das Ganze hier einmal so anschaue. Wir spielen nun hier den Minenwerfer rein. Der minische Kollege darf natürlich hier direkt einmal die entsprechende Position übernehmen. Nun sehen wir hier einen lustigen Executioner.
Der Executioner macht natürlich einen guten Job. Switcht da jetzt hier nicht seinen Fokus, was ich mir natürlich sehr gewünscht hätte. Aber man kann im Leben nicht alles haben. Und gegen Tahar zu gewinnen, kann man scheinbar gerade auch nicht haben. Der Gegner ist aber noch, sagen wir mal, durchaus online. Ne? Also der Gegner macht einen guten Job und lässt uns aber auch in gewisser Weise noch so ein bisschen entfrieden. Jetzt kommt hier vielleicht ein Hit. Nee, kommt gar kein Hit. Aber das Lock ist dran. Und es ist immer, müsst ihr euch merken, ein 6-für-6-Trade. Plus, der Gegner hat nicht verstanden, dass mein Ixianischer Bogen unterlevelt ist. Bedeutet, der Ixianische Bogen, der ist One-Shot des absoluten Grauens von der Rakete. Aber Tahar ist noch nicht so weit, das zu verstehen. Das finde ich sehr, sehr geil. Wir spielen jetzt hier einmal den elektronischen Spirit rein. Der Gegner jetzt mit der evolutionierten Valkyrie. Die, muss ich sagen, stresst mich jetzt etwas mental. Jetzt... Oh nein! Aber Tahar. Das ist es nicht. Tahar. Also bitte, es ist noch ein Hit. Und irgendwie muss ich ja wirklich sagen, ne? Also das tut mir auch so ein bisschen leid. Der Gegner hat gerade beide Evolutionen rausgehauen, nur um komplett vom Spin auseinandergeballert zu werden. Und das ist halt so eine Sache, wo ich auch wirklich als persönlicher Wahrnehmung sagen muss, nee, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Wir machen jetzt diesen Nado. Der Nado ist allein dafür da, dass jetzt seine ganze Luxussuppe hier einfach mal wegstirbt. Das wäre nämlich ganz geil. Jetzt braucht er nämlich hier eigentlich einen Schweinereiter, aber leider kommt der jede Hilfe zu spät. Jetzt kommt der Schweinereiter schon mal rein, dann hat der Spin aber den Pissbogen. Und so langsam aber sicher, wirklich so langsam aber sicher, bin ich wirklich der Meinung, dass Sauerkeit die vorherrschende Emotion bei unseren Gegnern ist. Weil das, was wir hier gerade machen, das ist illegal. I use Freeze Ho aus den 12-Inch Kings. Es ist wild. Vogelwild. Der Gegner mit einem sehr, sehr wilden Namen, mit einer Art Kampfansage. Also er zeigt uns zumindest schon mal, dass er Freeze nutzt. Sollte man zumindest meinen, weil es in seinem Namen steht. Aber auch hier wieder vorne. Glaubt den Menschen nicht alles, was sie euch erzählen. Der Gegner spielt gar keinen Freeze. Was macht man da? Richtig. Da kommt man der Mortar an der Brücke. Wenn der Gegner heißen würde, I play well, dann wäre es aber auch eine Lüge. Weil das macht er auch nicht. Jetzt gibt es natürlich von unserer Seite aus mal ganz entspannt den Pissbogen an der Brücke. Denn der Gegner denkt sich so auf ganz entspannt, er setzt hier den Ritter ein. Und die Welt ist in Ordnung. Das ist natürlich auch wieder extremst gelogen. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie würde ich jetzt behaupten, so richtiger Schmackofatz ist es jetzt hier gerade nicht. Das war jetzt Damage am Turm. Der Gegner hat fairerweise aber auch welchen gemacht. Ne? Also der Gegner befindet sich auch noch in einem Stadium, wo man durchaus von ihm sagen könnte, der Gegner ist online. Ja? Der Gegner ist da. Wir spielen jetzt den Mortar rein. Der Gegner hat vermutlich wieder seinen Tesla. Und wenn er den hat, oder auch den Evolutionsritter, ich kann bald in Oktaven rübsen, das ist wild, dann, oh, was ist das? Also jetzt... Und ich sag's immer wieder, ne, Freunde, ihr könnt das gern machen, aber bitte achtet doch darauf, dass es auch einigermaßen gut ist, ne? Einfach nur so ein bisschen darauf achten und einmal kurz drüber nachdenken. Das ist so meine Anleitung, meine Bedienungsanleitung für einen guten Cash-Rad-Spieler. Bevor ihr eine Karte spielt, macht euch einmal kurz den Begriff, ist das jetzt gut oder nicht? Und wenn ihr zu dem Schluss kommt, ist es gut, dann macht es. Wenn ihr aber zum Schluss kommt, ist es ein absolut geisteskranker Müllplay, der nichts bringt außer Kummer, dann, surprise, surprise, macht ihr es nicht, okay? Und bei diesem Gegner, da hat leider gerade diese Regel nicht ganz gegriffen, beziehungsweise der Gegner hat sie einfach nicht respektiert. Jetzt kommt seine Zündung sogar noch raus, man weiß nicht, aus welchem Schatten die jetzt hier gerade gespawnt ist, aber wird natürlich auch wieder akzeptiert. Der Gegner mit Skeletten, ja, die machen natürlich hier an sich eine relativ erstrebenswerte Figur. Jetzt erkennen wir aber, dass sein Turm leider auf 1407 Leben ist. Und I use Freeze Ho, der fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Ja? Der fühlt sich nicht wohl. Und da kann ihm auch fast niemand helfen. Ja? Da kann ihm einzig besseres Gameplay aus der Patsche helfen. Weil das, was der Gegner gerade macht, das ist es in meinen Augen auf jeden Fall nicht. Jetzt gibt es hier schon das Lock rein, zack. Gibt natürlich hier nochmal den elektronischen Geist rein und auch den entsprechenden Ritter. Um einfach mal zu schauen, okay... In welche Richtung soll es gehen? Der Gegner jetzt hier mit einem Evolutionsritter, ja, den kann man natürlich, kann man machen, ne? Alles gut, dem Gegner steht das frei. Der kann gerne versuchen, so zu spielen und irgendwie durchzukommen. Aber wenn man dann halt sieht, dass der halt nicht durchkommt, dann ist das so eine Mischung aus Mitleid und, ja, wie soll ich das generell sagen? Es ist einfach sehr krasses Mitleid, was hier tatsächlich dann auch am Ende des Tages mitschwingt. Wir haben
einen Ritter vom Gegner wieder einmal. Natürlich werden wir jetzt das Mitleid einmal mehr ergänzen durch diesen Play. Zumindest hatte ich jetzt gedacht, das würde Mitleid geben. Leider war es auch von uns jetzt hier ein absoluter Müllplay. Da habe ich mir dann wohl auch selber nicht an meine Regel gehalten und dementsprechend hier gottlos auf die Fresse bekommen. Aber wie gesagt, ne, manche Dinge muss man dann auch einfach irgendwie so mal akzeptieren. Und manche muss man in den sauren Apfel beißen, um zu erkennen, dass zum Beispiel jetzt hier der nächste Minenwerfer der gute Play ist. Und auch der X-Bogen natürlich gleichzeitig hier unterstützend auch mal wieder auf freestylender Basis an der Brücke kommt. Der geht dann mit einem, ja, interessanten Barbrill, ne? Kann er sehr, sehr gerne machen. Es steht ihm wirklich mal wieder frei, das so zu spielen, ja. Leider ist der Kollege jetzt hier gerade dran. Das ist ein bisschen nervig, aber das Schöne ist ja, irgendwas bekommt beim Spin hier immer Value. Jetzt wird der Gegner hier reingehen, das müssen wir etwas anders lösen diesmal. Wir dürfen natürlich jetzt hier nicht allzu sehr übertreiben, müssen also loggen, zack, den E-Spirit reinhauen, zack. Und natürlich auch wieder den kleinen Prinzen reinhauen, zack. Und schon ist die Welt in Ordnung, zack. Jetzt wird er natürlich hier versuchen, wieder reinzubuschen wie ein völlig Geisterkranker. Ne? Der Gegner denkt auch wieder, er wäre der Prinz vom keine Ahnung was, ne. Aber das Schöne daran ist natürlich, dass wir wieder die Kontrolle haben. Ja? Der Gegner dachte kurz, er würde durchkommen, aber dieses Denken ist manchmal Glückssache und genau das erkennen wir eben hier. Es ist der nächste Minenwerfer, den wir defensiv spielen. Es ist natürlich der nächste kleine Prinz und damit ist auch das Game durch. Und ein weiterer Gegner, der tatsächlich heute sich in den Schlaf weint. Tut mir sehr leid, ganz klar. Ne? Ist einfach so. Ist jetzt nicht meine Ambition, aber wenn ich halt mit diesem Deck gewinnen will, dann muss ich auch irgendwie in Kauf nehmen, dass das halt vor allem ein Nebeneffekt ist, den zwar viele nicht so anstreben, aber der halt einfach existiert. Und deswegen gibt es natürlich für ihn auch einmal das GG. Notorious Sir. Und ich kann euch eine Sache sagen, erfahrungsgemäß, nach meinen Erfahrungswerten, hat dieser Spieler eine Eigenschaft, nämlich eine krasse Senderstörung. Der hat massiv einen am Sender. Und diese Vermutung bestätigt sich bei einem etwas genaueren Blick auf sein Deck, denn wir erkennen bei Notorious Sir, dass es sich um einen Fungi handelt und gleichzeitig um einen schweinischen Reiter und an diesen Stellen bist du natürlich bereits relativ leicht darüber im Bilde, dass dieses Game hier wahrscheinlich keines wird, wo der Gegner oder wo wir besser gesagt mit sonderlich viel Offensivkraft glänzen werden. Denn wir werden erstmal den Minenwerfer natürlich hinten spielen und wenn sein Royal Giant, den er selbsttretend auch noch in seinem Deck befindlich hat, irgendwann dann stirbt, dann ist unsere Zeit zu scheinen. Notorious Sir aus dem Crusher 21 Clan, der plant jetzt hier, wie ihr sehen könnt, Großes, ja? Der hat eine Vision, okay? Und ich mag das generell, wenn Menschen Visionen und Ziele haben. Das finde ich wirklich, das ist ein richtig gutes Zeichen, dass man sich mit den Menschen unterhalten kann und so weiter und so fort. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist mir das gerade bei ihm so ein bisschen zu wenig Substanz, gerade wenn ich mir auch anschaue, dass da einfach mal ein Mortar connecten gelassen wird. So ist doch dann meine Frage, was passiert jetzt hier? Es müssen eigentlich die Barbs kommen, es kommt jedoch nur eine schäbige Schemmungshorde. Und diese Horde, ja, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht unbedingt der Play, den ich jetzt hier dem Gegner gemacht hätte. Er würde jetzt die Barbs spielen, ja, die Barbs müssen wieder etwas, oh, guck mal, das Elixier ist leider auch etwas am Krachen beim Gegner. Und man erkennt, dass Notorious Sir, sagen wir mal, die eine oder andere durchaus dann natürlich auch berechtigte Sorge hier mitbringt, ne? Meine Sorgen sind ja nicht immer berechtigt, aber gerade diese Elixier-Damage überall und Trulala-Sorgen, die der Gegner gerade hat, die haben ihre Wurzel in einer wahren Begebenheit, denn der Gegner hat gerade seinen Turm auf nur noch 1100 Leben und dementsprechend befinden wir uns hier bereits in einem kritischen Zustand. Wenn man das mit der mit dem Tank eines Autos vergleichen würde, dann würde ich jetzt hier bereits sagen, es ist mindestens die Reserve an. Vielleicht wird auch keine Reichweite mehr in Kilometern angezeigt, sondern tatsächlich einfach nur noch, dass du dich bitte ganz schnell zur Tankstelle begeben solltest. Und das bedeutet für Notorious Sir natürlich im metaphorischen Rahmen, dass Notorious Sir sich bitte einmal ganz, ganz schnell einen Damage Lead aneignen sollte. Denn alles, was passiert, wenn er das nicht tut, ist tatsächlich sehr schädlich für sein weiteres Vorankommen in dieser, ja, in diesem Pfad der Legenden. Wobei ich Notorious Sir tatsächlich auch nicht unbedingt als Legende bezeichnen würde. Aber gut, ist ja in Ordnung. Wir werden jetzt hier einmal genau diesen Nado spielen. Zap, zap, dann machen wir das Ganze so. Auf der anderen Seite, ich würde sagen, wir koten einfach mal drauf, ne? Na, wobei, wir koten vielleicht doch nicht drauf. Das wäre jetzt nämlich eine kotige Angelegenheit, wenn wir das nicht tun würden. Wir werden jetzt hier einmal reinloggen. Der Spin hofft natürlich, dass das ausreicht. Nein. Gut.
wird das natürlich auch akzeptiert, selbstredend. Ja. Dass das jetzt ein Spark-Yield war, das ist natürlich eine Sache, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt in meinem Erwartungshorizont lag. Dass auch die andere Seite jetzt einmal kurz abgenascht wird, ist ebenfalls keine Sache, welcher ich mit offenen Armen entgegenstehe. Jedoch ist das natürlich jetzt hier kein A. Es ist ein Schweinereiter-Hit. Da war noch ein E vor dem K, ein K vor dem E. Nun, der Spin hat tatsächlich den Mund aufgemacht und rausgekommen ist, dass jetzt die Situation gar nicht mal sich so unfassbar lecker hier anfühlt oder erscheint. Ich würde mir einen Hit am Turm wünschen, das wäre sehr angenehm. Das ist jedoch keiner. Damit sind wir aber vermutlich dann auch am Ende des Videos angelangt, denn dieses Game ist durch und ich weiß zwar nicht, wie ich verloren habe, aber ich akzeptiere einfach, dass ich diesen einen Sparkle kassiert und damit dem Gegner unterlegen war.